Horizont und Turi 2TV. Monika Affenzeller vom Magazin Miss. Ihr seid 2002 gestartet. 2013 kam dann der Bruch. Was ist da passiert? Naja, die Miss ist eine junge, freche Frauenmarke aus Österreich und 2003 oder haben eben gestartet als klassische Printmarke. Das war lange auch wunderbar und super. Aber eben 2013, spätestens da haben wir gemerkt, wir müssen was tun, wenn wir weiter bestehen wollen am Markt. Wir kennen unsere Zielgruppe besser als alle anderen Marken in Österreich. Wir wissen, unsere Zielgruppe ist die junge Frau von 16 bis 35 Jahren. Und wir wussten aber auch, da hat sich drastisch das Mediennutzungsverhalten einfach verändert. Ja? Also wir haben versucht und es gewagt und auch geschafft, unsere Strategie zu drehen, von einer reinen Printmarke sehr stark Social Media getrieben zu sein. Ja? In unserem Zentrum all unseres Tuns steht Social Media. Ist das jetzt so, dass Social Media Print damit auffrisst? Das hören wir immer wieder, diese Frage, aber eigentlich verstehen wir sie nicht. Social Media ist ein wunderbarer Segen für jede Medienmarke und vor allem für eine tolle Frauen-Lifestyle-Marke wie der Miss. Social Media befeuert uns in Sachen Bekanntheit. Imaging ist ein großes Stichwort und vor allem tummeln sich da auf Social Media, wir nennen das auch intern unser großer Marktplatz. Ja? Da tummeln sich die Zielgruppe, sie unterhalten sich, sie teilen sich Neuigkeiten aus, sie tauschen sich aus, sie kaufen ein, sie gehen auf Veranstaltungen und sie konsumieren schließlich auch Medien. Ja? Und dementsprechend ist es wunderbar, wenn sie sich auch über die Marke Miss unterhalten. Und dieses große Thema Social Media hat der Printmarke unglaublich gut getan. Man wusste auf einmal, hey, da gibt es ja auch ein Magazin. Je größer und stärker wir auf Social Media sind, und da sind wir auch die größte Frauenplattform auf Facebook mit über 460.000 Fans, umso besser ist es auch für die Printmarke. Also die Abozahlen gehen Gott sei Dank schön nach oben und das im Jahr 2017. Nun ist es ja so, dass auf einem Marktplatz es immer sehr laut, sehr bunt, sehr schrill ist. Die Leute lesen alles Mögliche. Wie schafft man es da, sich als Marke Miss zu präsentieren, dass die Leute wirklich wissen, okay, das kommt von der Miss? Ja, ganz klar ist einmal, dass man weiß, wer man ist. Das heißt, viele Marken oder auch ehemalige Printmarken sagen zwar, wir sind seit 20 Jahren die Marke XY. Und wir wissen, wie gut wir sind. Das reicht nicht mehr heutzutage. Das heißt, wir müssen uns sehr gut anschauen, wer konsumiert denn eigentlich unsere Marke. Wir wissen, Frauen, junge Frauen, 16 bis 35, zukünftige Haushaltsentscheider, sie gehen gern einkaufen, sie gehen gern shoppen, sie stehen auf alles Zeitgemäße. Das heißt, ich muss mit der Zeit gehen, optisch sowohl als auch inhaltlich. Das heißt, ich habe verschiedene Tempis anzubieten. Print haben wir das Lean-Back-Material. Digital sind wir ganz schnell im Austausch. Jede Stunde kommt ein neues Posting. Wenn was ganz Aktuelles kommt, sofort. In der App auch genauso schnell mit vielen Videos und tollen Belohnungssystemen. Das heißt, alles hat eine optische Klammer, mal ist der Punkt 1. Und die Ansprache ist auch ganz wichtig, die Flughöhe, wie wir unseren Leserinnen und User begegnen. Ja? Das heißt, wir sind per Du, wir sind nicht von oben herab, wir sind die beste Freundin. Also wir wünschen uns, dass wir die besten Freundinnen der Miss-Fans und Leserinnen sind, die BFFs für alle da draußen. Ist denn Social Media für euch ein Verkaufskanal oder ist es ein redaktioneller Kanal? Das ist ein redaktioneller Kanal, aber wurde auch zum Verkaufskanal, ganz klar. Stichwort Native Advertising, da können wir nicht mehr vorbei. Das ist unsere Haupteinnahmequelle geworden. Das heißt, das steigt rasant an. Dementsprechend gibt es natürlich auch Sponsored Posts, die natürlich gekennzeichnet sind, die sich aber in der Aufmachung nicht von redaktionellen Inhalten unterscheiden. Ist Native Advertising ein Thema, was auf jeden Fall bleiben wird oder ist es der Zwischenschritt zu irgendetwas anderem? Bei uns wird es definitiv bleiben. Wir merken, dass das nach oben geht. Das heißt, das klassische Vermarktungstool wird bei uns natürlich genauso noch mitgenommen. Aber Native Advertising ist jetzt schon unsere Zukunft und da erwarten wir uns noch viel, viel mehr. Das ist eine spannende Sache.